ist das hier quasi gerade so, naja, geht runter bis auf 18 FPS, sollte er eigentlich nicht, aber ich bin ja gerade im Hintergrund quasi am Rendern. Und das kann sich noch ein bisschen ziehen, weil ich habe da quasi ein 92 Minuten Video, was ich da gerade rendern muss. Das dauert ein bisschen. So, Diamantschaufel ausgepackt und dann gucken wir mal, da hinten war doch irgendwo der Hügel, wo wir den Spawner drunter vermutet haben. Da bauen wir einfach mal ganz frech weiter ab. Oh, guck mal, Zuckerrohr. Könnten wir auch irgendwo anpflanzen. Haben wir Zuckerrohr unten? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme es einfach mal mit. Zack. Dann können wir das noch irgendwo bei uns anpflanzen, damit das auch wächst, damit wir uns ein paar Bücher machen können. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie enorm... Oh, wow, das ist eine Geschwindigkeit. Da wird es einem ja mehr als schwindlig. Na egal, was beschweren wir uns? Dafür muss ich gerade stehen. Und natürlich, weil ich gerade dafür stehen muss, muss die Maus dann später dafür gerade stehen. So, man hat schon wieder Endermänner, Zombies und so weiter, hat man schon alles wieder gehört. Bin mal gespannt, auf was wir denn da dann stoßen. So, jetzt graben wir erstmal bis hierher das Zeug weg. Den Sandstein, den könnten wir uns in der Theorie dann auch noch rausschlagen, aber dafür habe ich nicht genügend Spitzhacken mit. Von daher muss das halt noch ein bisschen warten, da kommen wir bestimmt irgendwann mal wieder her. Vor allem, wenn wir dann den ganzen Sand weg haben und immer noch keinen Dungeon gefunden haben oder Höhle oder Schlucht oder whatever Spawn Area, müssen wir da natürlich auch ein bisschen freihauen. So, alles mitgenommen haben wir. Dann heben wir das da drüben noch schnell weg, weil das alleine so ein bisschen doof aussieht. Und dann machen wir uns dran, die nächste Schicht abzubauen. Ach, guck mal, hier liegt noch Sand vom letzten Mal rum. Ist gut so, damit das, dass das nicht despawnt, wenn das, wenn wir nicht im Chunk sind. Das ist schön. Da könnten wir quasi auch zur Not hier einfach mal irgendwas liegen lassen. Und dann wieder zurück nach Hause gehen, weil das nächste Mal wird es dann ja eh noch da rumliegen. So, warte, da drüben ist noch ein bisschen was. Den Kaktus, den nehmen wir uns mit. Den können wir zum einen, können wir da dann ja eine kleine Kaktusfarm draus machen. Zum anderen können wir daraus grüne Farbstoffteile bauen und so weiter. Und ja. So, man sieht noch nichts. Ich grabe jetzt hier einfach mal frisch ein bisschen da die ganze Gegend hier weg. Ob man irgendwo was sieht, aber bis jetzt ist es ja noch relativ ernüchternd. Man hier so nicht findet. So, da auch nicht. Da auch nicht. Ich glaube, das ist... Genau, das ist eher hier so in der Richtung. Heben wir das hier erstmal weg. Vielleicht macht es ja gleich irgendwo wusch und der ganze Sand fällt nach unten. So, warte, das ist ein bisschen zu breit. Dann nehmen wir einfach nur eine Zweierbreite. Und gehen vorwärts. So, am rechten Ohr nölt es jetzt ganz gehörig. Schauen dann gleich mal, wenn wir die Bahn fertig haben, ins Inventar, wie viel Sand das wir denn schon haben. Weil ich denke mal, so 10 Stacks werden wir mit Sicherheit benötigen an Glas. Und da war ja dann quasi auch ein bisschen im Voraus produzieren wollen, quasi auch für spätere Zeiten, spätere Projekte. Oder ganz einfach mal Austausch arbeiten, wenn irgendwo was ist. Nehmen wir uns natürlich gleich ein bisschen mehr mit, dass wir gleich ein bisschen mehr machen können, damit wir dann auch ein bisschen Sand zu Hause haben und so weiter und so weiter. Das Übliche, man kennt es ja. Und da ist es gerade nach unten gegangen. So. Was sagt das Inventar? Oh, wow, da brauchen wir noch einiges. Und das Genöle wird jetzt ganz schön laut, muss ich sagen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir haben kein Ersatzschwert dabei, was schade ist.
Ich hoffe mal, wir werden es nicht brauchen. Zur Not, ja, verkrümeln wir uns dann einfach wieder an die Oberfläche. Sofern es geht, beziehungsweise mauern wir uns halt irgendwo ein. Da ging schon wieder nach unten. Beziehungsweise wir mauern uns irgendwo ein und warten, bis die Gefahr gebannt ist quasi. Oder wir bauen uns dann einen Fluchttunnel. Alles möglich. So. Hallo? Ah, geht nicht weiter, schade. Ach ja. So, die Schaufel, wie man sieht, sie hält nicht gar so viel aus wie die andere. Aber das ist egal. Vielleicht kriegen wir ja als nächstes eine komplette Haltbarkeitsschaufel. Dann gehen wir mit der kompletten Haltbarkeitsschaufel mal durch. Und dann kombinieren wir halt die beiden. Und ja. Dann kriegen wir eine frische raus mit Haltbarkeit und Effizienz. Da ging schon wieder nach unten. So, und dann geht's auch schon für uns eins weiter nach unten hier. Schauen wir mal. So, meine Freunde, wo seid ihr denn? Hallo, ich bin's. Ihr seid verschüttet worden. Das ist ja schlecht. Ich komm runter. Ach, guck mal. Halt, das ist der Falsche. So, wir haben es gefunden. Hier unter uns. Alter, wie jetzt der Sand hier auch teilweise einsackt, hä? Der schon wieder. Ja, hier an der Oberfläche brauchst du dich gar nicht so aufmucken, mein Freund. Hier bin ich der Chef. Dass das klar ist. Dieses hässliche Geräusch schon wieder. Wo ist er? Na egal. Ja, komm, sei ruhig. Bin ich schon voll? Nee. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, wir machen gerade unseren 12. Stack fertig. Das ist okay. Hier geht schon wieder ab nach unten. Ich grab hier mal ein bisschen weiter. Gucken, wo es hier sonst noch so einstürzt. Gut, dann gehen wir auch mal ein Stück weiter nach unten. So, jetzt habe ich auch noch einen Schleimmanschen gehört. Also da unten scheint echt die Party abzugehen, die Monsterparty. Ich bin mal gespannt, was die sagen, wenn auf einmal alles hell ist. Ja, ich spreng jede Party, Jungs. So. Hier das Zeug wieder alles mitgenommen. Schauen wir doch einfach mal. So, ich sehe noch nichts. Ah, guck mal einer an. Hier drüber müssen wir jetzt ein bisschen ausheben, damit da Licht nach unten kommt. Ach ja, schon wieder ein Dungeon. Wie schön, mit einem Zombie-Spawner. Alles andere würde mich jetzt sehr stark verwundern. Wenn das jetzt kein Zombie, sondern ein Spinnenspawner wäre. Da ich keine einzige Spinne höre, aber jede Menge Zombies. So, und die können sich natürlich jetzt nicht wehren, die Jungs. Weil wir ganz eindeutig am längeren Hebel sitzen, weil wir haben die Macht der Sonne. Oh, hi Creeper. Oh, Entschuldigung. War so jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. So. Was ist das da unten? Ein Zombie. Na du Zombonaut. Eis? Schade. So, dann können wir uns hier mal einen kleinen Abstieg bauen. Ah! Nein, ich brenne, ich brenne, ich brenne, Creeper. Ah! Hold up, hold up, hold up. Geh weg. Shit. Boah, wie viel kommen denn da noch? Wir haben kein Ersatzschwert dabei. So, mal schnell hier. Oh nein, der nächste. Komm, 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 komm. Oh, der nächste. So, Licht. Licht. Oh, der. Ah.
Der Creeper hat den Spawner in die Luft gejagt. Oh, nein! Oh, nein, mein Schwert ist weg. So, Axt. Oh, Junge. So, jetzt muss ich aber hier mal ganz schnell... Nein, geh weg! Oh, Mann! Oh! Oh, Junge! Ich muss jetzt ganz dringend, ganz schnell nach Hause. So schaut's nämlich aus. Wo ist nach Hause? Diese Richtung ist nach Hause. So, lasst mich, haut ab! Ich hab kein Schwert, das ist unfair. Ah, Spinnen auch noch. So, jetzt erstmal unterwegs. Oh Mann, ich hatte mich echt gefreut, dass wir hier so ein... Och, was. Ich hatte mich echt gefreut, dass wir hier so einen Spawner jetzt wieder haben mit Zombies. Aber naja. Garstige Creeper. Zum Glück hatten wir Rüstung, weil sonst wären wir hier nicht mehr lebend rausgegangen und hätten unsere Leben, Level verloren. Das Leben natürlich auch. So, hallo ihr Zombonauten, verzieht euch. So, lauf schneller. Ab nach Hause. Mit meinem starken Händchen. Werden wir auch noch beschossen. Heute Nacht ist echt alles drin. Explodierende Creeper, eine massenhafte Zombie-Invasion und auf mich geschossen wird auch noch. So, wir haben zumindest mal genügend Sand mitgenommen, dass wir uns jetzt ein wenig Glas produzieren können. Und ich denke mal, Alter, was ist denn hier los? Die Spawnrate ist wahrscheinlich enormst nach oben gegangen, oder was? Seit hier 1.6. Krass. Wo war ich? Ach ja, genau. Vielleicht, nee, nicht vielleicht, sondern wir bekommen ja dann auch genügend Level durch unsere Glasschmelzerei, dass wir uns dann eine ordentliche Schaufel machen können. Lauf! Weil die war ja jetzt echt so ein bisschen ein Reinfall. So, Home Sweet Home, Betteln und Hausieren verboten, das heißt, wir sind sicher. So, und gute Nacht. So, hallo, guten Morgen, schönen guten Tag, hallo. Das ist eigentlich, alles? Das Zeugs. Jo, wir nehmen uns nur noch... Wir müssten 6 der Kohle wieder mit nach unten nehmen. Deshalb wird jetzt erstmal das Inventar geleert quasi. So ein bisschen, dass wir die Kohle auch mit nach unten bekommen. So, jetzt Sand. Da haben wir nichts geburnt, das heißt, es gibt auch keine Level. So, haben wir denn eigentlich genug Kohle, dass uns das nicht stören mag? Naja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es geht so, sagen wir es so. Und wenn wir dann die U-Bahn durch haben, da haben wir ja eigentlich auch schon mal den Großteil gebrannt, was wir brennen mussten. Alles weitere geht ja dann quasi hier erstmal für unser Gebäude hier so drauf. So, warte, ich schmeiße jetzt erstmal die ganze Kohle überall rein. So. Hä? Ach nee, das ist Koppel. Ich dachte schon, wieso haben wir zu viel Ding dabei? So. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, dann macht mal schönartig Glas da draus. Dann kann ich mal eine kleine Bestandsaufnahme vom Glas machen, was wir denn eigentlich noch haben, dass ich weiß, wie viel das wir ungefähr brennen müssen. So, das sind 8, 10, 12. Naja, knapp 12,5 Stacks. Das macht ja 6,40. Ach, 700 müsste reichen. Obwohl, wir haben eine Länge... Scheiße, stimmt, das habe ich ja gar nicht berücksichtigt. Wir haben eine Länge von rund 650 Blöcken. Bei 650 heißt das 65 weniger. Das heißt, wir haben rund 600 Einheiten, wo wir Lava brauchen.